Hallo, der Matthias ist hier. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wie du sehen kannst, sind wir heute im Wald. Ich dachte mir, einfach mal rausgehen in die grüne Natur. Ich habe natürlich die Mavic R2 mitgebracht. Und wir wollen hier mal das neue Active Track System ausprobieren, direkt im Wald. Sehr schön. Dann lasse ich sie mal ein bisschen arbeiten. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, euch geht's gut. Genießt die Zeit, den Sommer hier in Deutschland. Es ist wirklich fantastisches Wetter. Eigentlich jeden Tag Sonnenschein. Lädt ein, um rauszugehen in die Natur, ein bisschen was erkunden. Das macht einfach Spaß jetzt. Okay. Geh jetzt mal hier lang. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Ein bisschen tief, aber sie kommt. Es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert, dass sie praktisch so ein 3D-Modell der Umgebung erstellt und dann sich den richtigen Weg selbstständig sucht. Eben durch die Bäume und nicht in die Bäume. Und sie findet den Weg. Ja, sie findet den Weg. Wobei sie dabei dann auch immer ziemlich weit nach unten geht. Ja, du brauchst keine Angst haben, kannst kommen. Und hier haben wir dann ein altes Kriegerdenkmal. Wie ihr sehen könnt. Ein markanter Spot hier in diesem schönen Wald. Mavic folgt. Ich werde einmal um das Denkmal gehen und schauen, ob sie das so hinkriegt. Ja, wunderbar. Sie hat auch eine tolle Flughöhe jetzt. Das macht sie ganz gut. Das ist die Frage, wo gehe ich lang? Wir haben hier zwei Abzweigungen. Beide sind ziemlich mit Sträuchern und Gewächsen zu. Ich glaube, ich nehme mal den linken und schauen, was sie macht. Ob sie mir folgen kann oder ob die Mavic R2 mich verliert. Mal sehen. Ist jetzt noch alles gut. Jetzt kommen hier die Zweige, wie ihr sehen könnt. Uah. Stachelige Sache hier. Die Mavic folgt, 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 folgt. Sie versucht sich echt ihren Weg zu suchen. Mal gucken, ob das noch gut geht. Jetzt fliegt sie zurück. Vielleicht macht sie noch einen zweiten Anlauf. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Sie fliegt über die Äste hinüber, um ihr zu folgen. Sie hat tatsächlich einen Weg durch das Dickicht gefunden. Ja, unglaublich eigentlich, dass das so hinhaut. Und da sind wir wieder. Wenn man nicht gerade zu schnell unterwegs ist, funktioniert das sogar in solch brenzligen Situationen mit so vielen Ästen. Auch das gilt. Pass schön auf, du hast seitlich keine Sensoren. Nicht, dass du mir da in die Bäume reinfliegst. Okay, gehen wir mal weiter. Ich meine, viel Schlimmes kann hier eigentlich nicht passieren. Im schlimmsten Fall haut sie mit den Rotoren mal gegen einen Ast. Kommt dann runter, aber das müsste sie eigentlich auch abkönnen. Ich freue mich richtig, dass sie nicht so extrem laut ist hier im Wald. Dass sie nicht die Leute aufscheucht. Oder den Förster. Oder den Hotzenplotz, der im Wald wohnt. Der gefährliche Hotzenplotz. Räuber Hotzenplotz, kennt ihr den? Der Mann mit dem Hund hat sich wahrscheinlich selber gerade erschrocken. Mit was ich hier unterwegs bin. Das sind ja meist sehr einfach gestrickte Leute, die hier in der Ecke wohnen und ihrem Tagwerk nachgehen. Die kriegen sowas nicht so oft zu sehen. Und solange sie einem dabei nicht feindlich begegnen, ist das für mich auch okay. Habe ich da kein Problem mit.
Wer hätte das gedacht, dass das so klasse hinhaut? Ich hatte ja schon einige Reviews vorher gesehen, deutsche und englische, die das auch schon erwähnt haben, dass das neue Active Track wirklich einfach fantastisch arbeitet. Aber so richtig glauben kann man das erst, wenn man es selber mal ausprobiert hat. Jetzt ist natürlich interessant, dass sie ja an den Seiten keine Sensoren hat und dass sie dann trotzdem erkennt, wo ist ein Baum, wo befinden sich die Äste, dass sie da nicht reinknallt. Und bislang kriegt sie das auch ganz gut hin. So, dann will ich mal eine schöne Aufnahme zusammen mit meiner Mavic Air 2 machen, ohne dass sie wegfliegt. Flieg mir bitte nicht in die Bäume rein. Ja, sie weicht tatsächlich den Baum aus. Unglaublich, wirklich gut. Schön. Das sind bestimmt schöne Aufnahmen. Da kommen Pferde. Oh. Die sind aber schön. Ja, ich mache YouTube-Videos. Und die hat jetzt so eine neue Technik drin, dass die automatisch den Bäumen ausweicht. Und das habe ich jetzt mal ausprobiert, ob das auch so hinhaut. Noch ist er heilig. Ja, bisher ist es noch gut gegangen. Ne? Ja, das macht richtig Spaß. Ich weiß es nicht, ich habe es ja erstmal ausgemacht, damit die Pferdchen sich nicht erschrecken. Ne? Kommen sie gleich näher. Ja, dann lasse ich es noch mal starten. Wirbelt eine Menge Staub auf. Nochmal. So. So, und wenn ihr jetzt geht in die Richtung, dann müsste sie eigentlich hinterherkommen. Super. Schön, dass Sie kennengelernt haben. Gleichfalls. Schönen Tag noch, ne? Tschüss. Ja, das war doch nett. Nette Frau mit zwei hübschen kleinen Ponys. Ja, dann danke ich euch schon mal, dass ihr das Video wieder bis zum Schluss angeschaut habt, dass ihr mich begleitet habt hier im Wald mit der Mavic Air 2 und der Active Track Funktion. Ich denke, das war für euch auch ein bisschen interessant. Und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr mir einen kleinen Daumen nach oben gebt oder einen schönen Kommentar da lasst. Falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, könnt ihr das jetzt tun. Ihr könnt auch die Glocke unten drücken. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video online habe. Und sonst sage ich zusammen mit der Mavic Air 2 tschüss, bleibt alle gesund und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Euer Matthias. Here we go again.